Herzlich willkommen zu JDabyte Tutorials. Heute zeige ich euch, wie ihr den Adobe Flash Player auf euren iDevice holen könnt. Dafür startet ihr Cydia und geht auf Quellen. Ihr fügt folgende Quelle ein: repo.banem.at. Ich habe die schon, deshalb drücke ich auf Abbrechen. In dieser Quelle findet ihr Flash for iOS. Das installiert ihr. Ich kann euch sagen, es funktioniert auf dem iPhone 4 und iPod Touch 4. Generation. Ob es auf den vorherigen Geräten funktioniert, weiß ich nicht, aber ich hoffe schon. Das wäre es auch schon wieder von JDabyte Tutorials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte abonniert mich und schreibt Kommentare. Euer Andreas von JDabyte Tutorials.